Hallo Leute, ich bin Pim Pim. Heute mache ich Kimchi. Zuerst viele Kohlblätter von den Chili abnehmen und waschen. Die Blätter mit einem Messer halbieren. Dann klein schneiden. Salz auf den Kohl überall streuen und gut vermengen. Die Schritte wiederholen. ml Wasser dazu geben. Dabei umrühren. Den Hühnerkohl für 3 bis 4 Stunden einweichen. Knoblauch klopfen und schälen. Dann in einen Mixer geben. Ingwer klopfen und klein schneiden. Zwiebel schneiden, wie du willst. Zwiebel, Ingwer und Knoblauch mit dem Mixer zu einer feinen Paste rühren. In einen kleinen Topf kaltes Wasser aufsetzen und mit dem Reismehl vermengen. Unterständige Rühren auf hoher Flamme erhitzen, bis eine dickliche Masse entsteht. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Rettiche in Steifen schneiden. Karotte auch in Steifen schneiden. Schnitt Knoblauch klein schneiden. Nach 4 Stunden sollte der Hühnerkohl weicher geworden sein. Dann den Kohl mindestens 2-mal waschen und abtropfen lassen. Hühnerkohl in eine große Schüssel geben und dann mit Karotte, Schnitt Knoblauch, Rettich, gemixte Paste, Reispaste, Fischsoße und Chili-Pulver mit der Hand sehr gut vermischen. Dann alles in ein Glas füllen und fest an den Boden drücken, so dass das Kimchi ohne Luft verpackt ist. Den Hühnerkohl die ersten 2 Tage bei lauer Temperatur in die Küche stellen, damit die Fermentation sehr gut in Gang kommt. Anschließend verschlossen in den Kühlschrank stellen. In 2 Wochen essen wir. Vielen Dank für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.